Im Tauriska Kammerlandschaft finden auch immer wieder Themen statt, die grottaktuell sind. Und irgendwie ist das Thema atomfrei sehr aktuell, denn 1986 gab es ja in Tschernobyl den Reaktorunfall und jetzt ist das 35-Jahr-Jubiläum. Ob man das feiern soll, ist sehr ungewiss. Aber bei uns hat ein Bramberger Bäckermeister, der ist so circa 40 Jahre, der ist vor 2 Jahren nach Tschernobyl gefahren bei einer Tourismusexpedition und hat dann seine Eindrücke von Tschernobyl mitgenommen, hat eine Multimedia-Schau draus gemacht und wir im Kammerlandesteuer haben da eine kleine Ausstellung dazu gestaltet. Für uns hat das natürlich auch einen anderen Hintergrund. Wir arbeiten ja schon viele Jahre mit dem Nuclear Future Award zusammen, eine Institution, die in München gegründet worden ist, vom Herrn Moll und von Klaus Biegert. Und wir haben in Salzburg dazu immer wieder Jubiläumsveranstaltungen gemacht. 2018 war das 20-Jahr-Jubiläum, das wir machen durften. Und so ist unsere Verbindung zu dieser atomfreien Gesellschaft doch sehr wichtig. Und wir wollten eben und wir wollen auch auf dem Land immer wieder mit solchen Ausstellungen zeigen, dass diese Themen einfach immer aktuell bleiben und dass einfach man einfach Bescheid darüber weiß.